Ein User hat mich gebeten, ein Video zu erstellen, wo erklärt wird, wie man TeamSpeak 3 Server auf einem Linux-Server aufsetzen kann. Und ja, das mache ich hier einfach hiermit. Man meldet sich einfach per SSH an, auf dem Server, dann sollte man als Root angemeldet sein. Und da man ja die ganzen Programme nicht als Root laufen lassen soll, aus Sicherheitsgründen, legen wir einfach mal einen User mit dem Namen TeamSpeak 3 an. Das machen wir mit user@-m, dann wird gleich ein Home-Verzeichnis mit erstellt und nennen den TeamSpeak 3, 3 nicht 4. Können Sie natürlich auch einen anderen Usernamen wählen, ich nutze hier einfach TeamSpeak 3. Dann setze ich noch ein Passwort für den User, damit sich da keiner anmelden kann. So. Und wie man jetzt sieht, ist zum Beispiel in Home ein Ordner TeamSpeak 3. Ich ändere noch ein paar Kleinigkeiten, das brauchen Sie nicht unbedingt tun. Ich mache das nur, damit ich nachher eine farbige Bash habe. Das ist einfacher für Sie und einfacher für mich, zum was erklären. Und TeamSpeak 3.bash. So. Wenn Sie dann soweit das angelegt haben, wechseln Sie einfach den User mit su TeamSpeak 3. Mit cd wechseln Sie auch in das Home-Verzeichnis des Users. Und man sieht hier drin zum Beispiel jetzt eine Bash-Logout und eine Profile-Datei. So, dann können wir schon mal TeamSpeak runterladen. Das heißt, wir öffnen den Browser, gehen hier auf teamspeak.com. Hier im Downloads-Bereich auf TeamSpeak 3 oder direkt auf Downloads. So, da gibt es hier zwei Server-Versionen, einmal 64 und 32-Bit, falls Sie nicht wissen, was Sie für eine Version haben. Sie das cat/proc-Version heraus, und zwar steht bei mir jetzt hier AMD 64, das heißt, ich habe die 64-Bit-Version. Das heißt, ich benötige in diesem Fall hier Server AMD 64. Wechsel wieder mit in den User rein und wechsle das Verzeichnis in mein Home-Verzeichnis. So, leere das hier mal wieder. So. Klicke einfach auf Download. I agree natürlich. No thanks. Hier ist die Linkadresse, gehe auf den hier rein, mit WGET lade ich die Datei dann herunter. Das können wir jetzt hier abbrechen. So, entpacken, tun wir das Ganze mit tar, xzf, TeamSpeak und dann einfach tab. Wenn man sich das anguckt, haben wir hier zwei Dateien, einmal die TeamSpeak Server AMD, das ist der Ordner, und einmal hier die Datei. Wechseln einfach mal den Ordner. Falls Sie den Servernamen oder den Ordnernamen umbenennen möchten, können Sie Move. Dann gebe ich einfach TE ein, drücke Tab, dann vervollständige es automatisch. Können Sie ihn umbenennen, zum Beispiel jetzt hier einfach Server in dem Fall. Und dann heißt jetzt hier Server der Ordner. Dann gehen Sie mal rein. Das ist ja da. So. Und können den Server, wenn Sie möchten, einfach schon mal starten. So, dies können Sie tun, indem Sie einfach ./ts3 Start.sh und dann den Start eingeben. Und Sie haben jetzt hier für den Query den Benutzernamen, Server-Admin, das ist Standard, und ein Passwort, und für den TeamSpeak Server einen Token bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die IP-Adresse mal, ich öffne mal TeamSpeak Client, so, ich einfach mal auf den Server hier verbinde. 6. Connected. Drauf und ich bin auf dem Server drauf. Standardmäßig war schon ein virtueller Server auf dem Standardport erstellt. Dann kopiere ich mir einfach den Token hier, füge den hier ein, klicke auf OK. Kommt die Meldung, dass ich den erfolgreich benutzt habe. Und man sieht, ich habe Server-Admin-Rechte, kann jetzt hier neue Channel erstellen und kann auch zur Not virtuelle Server weitere erstellen. Ja. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen, und Sie können mich natürlich gerne abonnieren. Dankeschön.